Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge. Schön, dass ihr wieder da seid, heute mal auf einer neuen Strecke und mit dem KT4D. Und hier, Besonderheit, oh, schaut euch das an, da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Rammstein, ja, endlich, ist ein Repaint für den KT4D, erschienen im Rammstein Design im Steam Workshop, könnt ihr euch natürlich alles runterladen. Ja, wenn man natürlich Fan ist von der Truppe, dann freut man sich darüber und ich muss sagen, ja, das ist ganz nett, aber es gefällt mir nicht so ganz wie dem vom GT6N. Allerdings finde ich das ziemlich cool, dass das Ganze halt dementsprechend auch funktioniert, dass man hier den KT natürlich hier auch ein bisschen repainten kann und sich die Straßenbahn so ein bisschen individueller zum Beispiel gestalten kann. Und wir befinden uns auch auf einer neuen Karte. Die Karte nennt sich Poznan und das wollen wir uns heute mal anschauen hier in dieser Folge. Deswegen dachte ich mir, wir nehmen mal den KT. Der passt hier wahrscheinlich so ein bisschen gut in die Region rein und werden jetzt hier mal die Karte uns mal ein wenig genauer betrachten. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, ihr habt da Spaß drauf und von daher würde ich sagen, wir springen mal rein und rüsten das Ganze mal erstmal dementsprechend auf. Das war schon mal falsch. So, dann müssen wir erstmal hier. Alter Falter. Und ich sehe, er nimmt den Ton schon wieder nicht auf. Mein Gott, es ist jedes Mal das Gleiche mit dem Teil. So, jetzt sollte es passen. So. Nein. Nein. So. So haben wir das Ganze auch. Dann haben wir das auch. Innenbeleuchtung können wir schon mal anmachen. Wir können den Scheinwerfer hier anmachen. So, passt. Wunderbar. Somit sind wir hier drinnen. 1986 wird geschildert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es hier für eine FIS-Datei gab. Naja. Schauen wir uns die gute Karte mal an. Von den Bildern her sieht es auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Werden wir gucken, dass ich den Ton mal hier ein bisschen lauter mache. Die ist natürlich noch nicht fertig, ist noch in einem relativ frühen Stadion. Aber ein bisschen ist hier auf jeden Fall schon zu sehen. So, und damit können wir hier die Türen schon mal aufmachen. Und dann schauen wir mal. Schon blinken. Ja, passt alles. Toll. Jetzt geht auch noch die Ampel rot. Das ist schön, oder das Signal. Ah, guck mal hier. Wird der Werbung benutzt? Schwebt die in der Luft, die Werbung? Warte mal. Das müssen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, uns Werbung hier angeschaut. Ja, tatsächlich. Schwebt in der Luft. Ich glaube, hier fehlt ein Haus oder sowas, ne? Ich habe extra die ganze Grafikeinstellung auf hoch gemacht. Sieht man hier natürlich wunderschön an den Pflastersteinen, ne? Mit den ganzen Vertiefungen und alles sowas. Aber hier schweben halt Schilder in der Luft. Kann natürlich bedeuten, dass hier zum Beispiel Objekte verbaut sind, die eventuell nur zum Beispiel derjenige selbst gebaut hat. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Rasenfläche, die hier oben so ein bisschen in der Luft schwebt von BLV. Das ist der Rasen meiner Meinung nach. Und sonst sehen wir, die Karte ist noch nicht wirklich groß fertig. Ne? Also da ist noch ein bisschen Arbeit drin. Hier sehen wir mal zum Beispiel, hier fehlt die komplette Textur halt, oder? Sieht so ein bisschen aus, ne? Wohin damit hier lagern? Sieht aus wie so ein diesen Lagercontainer oder sowas. Hier fehlt noch so ein bisschen der Übergang von den Fußgängerüberweg. Guckt man noch so ein bisschen ins Leere. Jo, jetzt hätte ich gerne Fahrt, bitte. Das dauert auf jeden Fall schon mega, mega lang.
aber noch geschafft, hier nochmal abzubremsen. Ja, natürlich haben wir jetzt wieder meine alten Settings hier drinnen. Nachdem wir jetzt in der letzten Folge ordentlich Kritik bekommen haben von eurerseits. Ey, das sieht voll schön aus hier mit dem Schatten. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass die Ampel hier, dass die jetzt auch so einen roten Schein praktisch jetzt abwirft. Schaut mal. Das ist ja cool. Hier, jetzt die grüne Farbe jetzt hier, die wir hier zum Beispiel sehen, jetzt, ne? Also, dass das Ganze so strahlt halt praktisch, ne? Wenn das Ganze jetzt wieder zurückgeht, dann seht ihr? Das ist mir vorher tatsächlich gar nicht aufgefallen. Fällt mir jetzt das erste Mal erstmal auf. Nee. Auch die Masten vom Oberleitung, die sehen echt hübsch aus. Ja, da sind wir auch schon leider wieder am Ende angekommen. Ist das hier ein Ausstieg oder nicht? Sieht so aus, ne? Nee. So, was ist das hier? Diese Pflaster, cool. Sieht natürlich schick aus, ne? Unser Parkplatz hier, den wir hier haben. Hier, der Linie 10 unterwegs. Und da am Pferze. So, na denn, auf damit, Türen öffnen. Ja, dann sind wir schon wieder an der Endhaltestelle angekommen. Also so vom ersten Baustil muss man sagen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Es wirkt so wie so ein kleines Dörfchen, was wir hier tatsächlich so haben. Aber man kann jetzt natürlich noch nicht allzu viel sagen, wie das Ganze nachher jetzt dementsprechend so aussieht. Aber hier muss man hier echt sagen, finde ich das echt hübsch gebaut. Hier ist der Zaun irgendwie falsch rum. Das sind so eine kleine Sache. Ach ja, der Bio wieder. Ja, der muss wieder gucken. Aber sonst ist echt hübsch gemacht hier. Es sind auch mehrere diesmal daran beteiligt, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, insgesamt 4 waren das, die an diesem Projekt hier beteiligt sind, was ich eine sehr coole Sache finde. Warum nicht? Dafür ist es da, kann man benutzen. Finde ich das auf jeden Fall eine coole Sache, weil das hat schon so seinen gewissen Flair, wenn man jetzt hier auf jeden Fall jetzt einfach mal so ein bisschen hier schaut, hier, wie das Ganze hier dementsprechend so aussieht. Auch, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen zurückgehen, hier könnte das hier auf jeden Fall schon eine sehr interessante Streckenführung werden. Auch hier die Ideen halt, das Ganze auch mal ein bisschen so abzuwechseln, dass es jetzt halt nicht immer nur Asphalt ist oder hier mit Kopfsteinpflaster und dann Wiese, Gras und davor noch Straße und so weiter und so fort hier. Also kann man hier auf jeden Fall mal davon ausgehen, dass wohl hier wieder mal ein schönes Projekt am Werk ist. Muss man natürlich jetzt abwarten, ne, wohin dieses Projekt geht. Wie gesagt, aktuell ist noch nicht viel zu sehen. Auch, wie gesagt, musste man vielleicht nochmal gucken, ob hier nicht Objekte fehlen. Denn, wie gesagt, ich denke mal, hier steht normalerweise eigentlich ein Gebäude, würde ich fast vermuten. Oder sonstiges. Ich glaube nicht, dass sie da so einfach so in der Luft schweben.
Aber sonst, wie gesagt, hier auch alles relativ putzig gebaut. Ach ja, die gute alte Zeit von Map Editor. Da bekommt man dann wieder richtig Lust, irgendwie doch mal wieder Hand anzulegen und wieder mal was Eigenes zu bauen. Aber das ist halt alles mega, mega zeitintensiv. Aber so an sich muss ich sagen, finde ich die Strecke jetzt okay. Ne, es ist jetzt natürlich noch kein Highlight, aber das passiert ja dann mit der Zeit, denn wenn das Ganze natürlich hier noch weiter gebastelt wird, ist jetzt natürlich auch verfügbar. Im Steam Workshop könnt ihr euch dementsprechend natürlich hier auch anschauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Wie gesagt, die Karte Potsdam sollte für alle verfügbar sein. Ich habe sie auch nur zufällig gefunden. Und da dachte ich mir so, okay, komm, da musst du mal reingucken. Mal wieder schön, mal wieder eine neue Karte mal wieder vorstellen zu dürfen, dass man hier auch noch weiter dran bastelt, dass die Community immer noch dabei ist. Müssen wir uns auch mal wieder die Karte von Willi mal anschauen. Ich glaube, da hat sich mittlerweile auch schon echt viel getan. Glaube ich. Und wie gesagt, das Repaint dazu, großartig. Rammstein. Besser kann es nicht sein. Und abbremsen. Ach, die Stimmung passt halt wieder, diese Lichtstimmung. Ach, also wenn man sich so Lotus so anschaut, klar, wie gesagt, jetzt finde ich natürlich noch ein paar Details hier so von dem Großen und Ganzen, ist Lotus schon eine wirklich hübsche Simulation. Also das brauche ich nicht hier bestreiten, auch wenn das irgendwie in der letzten Folge irgendwie missverstanden worden ist von vielen tatsächlich, dass ich mich ja über die Performance beschwert habe, was ich in dem Video keinesfalls in irgendeiner Minute so gesagt habe, ist dem halt nicht so. Und Lotus ist für mich eine hübsche Simulation und Lotus wird auch eines Tages leider mehr oder weniger bei mir die Hauptsimulation sein, wo ich dann, um sie dann irgendwann mal beiseite legen werde. Dieser Tag wird kommen. Aber da bin ich ja auch nicht traurig drüber. Weil, wie gesagt, Lotus einfach eine hübsche Simulation ist. Man muss jetzt nur erstmal gucken, dass das Ganze jetzt hier natürlich Hand und Fuß hat. Und die Karte, wie gesagt, zeigt auf jeden Fall, dass die Community immer noch dabei ist, hier wundervolle Sachen zu zaubern. Sie zeigt halt auch, wie gesagt, hier mit dem Repaint hier vom KT, dass da halt immer noch dran gewerkelt wird. Also, wie gesagt, also ich als Rammstein-Fan freue mich natürlich darüber, über dieses Repaint und werde das wahrscheinlich jetzt auch öfter jetzt benutzen. Und ja, könnt ihr gerne mal eure Kommentare dazu, zu dieser Karte mal hier mal reinposten. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, was haltet ihr denn so von der Karte? Also ich finde schon, dass sie Potenzial hat. Wie man immer so schön sagt, Potenzial. So, und ehe wir uns versehen, fahren wir jetzt weiter. Dienstende, wir haben Fahrt und fahren in den Feierabend. Damit verabschiede auch ich mich von dieser kurzen Folge Lotus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns natürlich zum nächsten Mal hier wiedersehen, wenn es weitergeht hier. Weiter mit Lotus, weiter mit dem Lotus Online und so weiter und so fort. Dann lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.